So, ich habe mich entschieden, was wir machen. Ich möchte nochmal kurz erklären, was hier der wilde Zaun ist. Der wilde Zaun ist übrigens, dass wir zweimal pro Runde angreifen können, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und ja, wir greifen Victory Bay an. Wir haben genügend Einheiten von allem hier, dass wir uns da verteidigen können. Und dann ist endlich mal dieser dämlicher Lukas Alexander hier weg. Also, ruf da. Bei seiner Ankunft auf Kronos wurde General Lukas Alexander zum Militärgouverneur ernannt und beauftragt, den Planeten für das Imperium zurückzuerobern. Als seine Feinde ihre Angriffe auf seine Hauptstadt starteten, bereitete er sich darauf vor, diese voll von extremen Vorurteilen abzuwehren. Die Männer der imperialen Armee, sie waren Experten für planetare Verteidigung, gruben sich ein und befestigten Victory Bay. Jeder Angreifer würde sich auf gut bewaffnete und versorgte Soldaten einlassen, die von mächtigen Panzerkolonnen und Artilleriestellungen gedeckt wurden. Die einzige wirkliche Schwäche der imperialen Armee war ihre Moral. Obwohl die meisten Soldaten ehrenhaft gedient hatten, hatten sich die Männer der 5. Kompanie des Regiments als weniger tapfer erwiesen und wurden unter das Kommando von Regimentskommissar Anton Gebbett gestellt und einer Sturmbasis am Nordufer des Flusses Victoria zugewiesen. Ohne Gebbets Peitsche würden die Kompanie und ihre Basis sicherlich zusammenbrechen. Andere Kompanien bezogen in ihren Sturmbasen in schwierigeren Gebieten Stellung, bereit, den Feind zu vertreiben. Aber entschlossene Angreifer waren noch immer in der Lage, diese Stellungen zu überrennen. Gouverneur Alexander blieb jedoch zuversichtlich und tatsächlich. Jeder Gegner, der an seiner Sturmbasis vorbeigekommen war, fand sich im Angesicht des Laufs einer massiven Höllenfeuerkanone eines Imperator-Titanen wieder. Genau, das ist ja eigentlich jetzt die Basis, mit der ich hier angefangen habe, im Imperium zu spielen, bevor es mir dann doch zu schwer wurde. Und wenn ihr euch daran noch erinnert, wenn ihr das gesehen habt, ich trinke mal kurz was, kleinen Augenblick. Dann werdet ihr wahrscheinlich gemerkt haben, dass da so eine riesige Knarre da rumliegt. Und wenn uns die trifft, dann sind alle unsere Einheiten Fujikato. Deshalb müssen wir da aufpassen. Und ich würde sagen, wir legen los, ne? Natürlich leckt das jetzt mal wieder ein bisschen. 5. Kompanie, dies ist der Augenblick der Wahrheit. Ihr habt keine Angst. Ihr werdet nicht zögern. Ihr werdet dem Feind keinen Zentimeter überlassen. Aber Sir. Wer mir nicht im Kampf dient, dient mir als Zielscheibe. Feinde des Imperiums, hört mich an. Ihr seid gekommen zu sterben. Der unsterbliche Imperator ist mit uns. Wir sind unbesiegbar. Seine Soldaten werden euch erschlagen. Seine Kriegsmaschinen werden euch unter ihren Ketten zermalmen. Seine mächtigen Geschütze werden den Himmel selbst auf euch stürzen lassen. Ihr könnt nicht siegen. Der Imperator hat uns seine größte Waffe an die Hand gegeben. Also macht euch bereit. Wir sind das erste Kronos-Regiment und heute werden wir siegen. So, ganz schnell jetzt. Was für eine bewegende kleine Ansprache, Gouverneur. Leider kann Ihr falscher Imperator uns hier nicht berühren. Das Imperium von Dreckwien zu befreien, wird uns ein Vergnügen sein. Ach, ich versichere Ihnen, das Vergnügen wird ganz auf meiner Seite sein. Gegner, wir brauchen Gegner. So, genau. Zerstören Sie die Hauptbasis des Militärgouverneurs. Wo ist die denn? Ah, da oben. Okay. Segne uns, Meister. So, wir müssen mal hier ein bisschen mit Sklavenarbeit peitschen. Mein Leben ist verwirkt. Egal, ob die dadurch Schaden nehmen. Wir halten das Gebiet. Was immer ihr wünscht. Mach mal schneller. So, was ist mit dir? Du bist auch voller Schmerzen gerade. Aber schneller. Da greifen die auch schon an, die Bitches.
Mit einer Chimäre natürlich und mit imperialen Infanterietrupps. Und noch einer Chimäre. Hauptsache, das ist hier unglaublich fette Infanterie. Und noch eine Chimäre. Kollege, mach mal hier was draus. Aber ist unser Ketzer noch da? Nee, wa? So. So, alles ist abgewehrt. Es wird geschehen. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien. Ich glaube, wir haben unsere Ketzer verloren, ne? Ja. Das stimmt sogar. Da wir unglaublich heldenhaft die geopfert haben mit Sklavenarbeit. Und ich bin echt froh, dass wir die jetzt mal beseitigen können, die Imperialen. Das ist endlich mal ein Segen. So, dann ziehen wir auch mal wieder Eliphas dazu. So, Ketzer. Weiterarbeiten. Ketzer. Reparieren. So, wir haben noch genügend Anforderungspunkte dafür. Dann bauen wir dafür auch nochmal was. Kanonenfutter. Ist natürlich Quatsch, dass die effektiv gegen Infanterie sind. Aber was kein Quatsch ist, dass wir hier neue Plasma-Generatoren brauchen. Und ich merke auch, immer wenn ich... wenn hier ein Kampf beginnt, dann vergesse ich, was ich sagen wollte. Zurückerobern, Männer. Sir, jawohl, Sir. Sir, jawohl, Sir. Die dunklen Götter. Ihr habt eh nichts drauf, Leute. Ja, ja, wir werden schneller arbeiten. Wir rüsten noch schnell hier einen Boltergeschützturm auf. Der steht ja hier noch gut. Diesmal zwinge ich die nicht mit Sklavenarbeit. Zu Befehl. Wir befehlt. Aber wir ziehen die mal jetzt alle zusammen hier. So, da der Plasmagenerator ist fertig. Segne uns, Meister. Damit wir halt noch ein paar Anforderungspunkte mehr bekommen, bauen wir hier auch noch was hin. So, das wird hier schön gebaut. Bau mal hinne. Dann könnten wir diese Seite hier eigentlich schon fast vernachlässigen. Was immer ihr wünscht. Die Chaosgötter sprechen zu mir. Ich find's so niedlich, dass die imperialen Standardinfanteristen solche Weicheier sind. Das gefällt mir äußerst gut. Und wie spät haben wir es eigentlich? Oh, 22.18 Uhr. Dann müsste ich wahrscheinlich nach dieser Folge aufhören, aber das interessiert euch ja eh nicht. Ja, wo waren wir? Plasmageneratoren. Was immer ihr wünscht. 6 Stück brauchen wir. Die volle Ladung. Wir bauen es für euch. Die dunklen Götter wachen über uns. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Diese Befestigung hier bringt uns militärisch nichts, aber sie bringt uns... mehr Anforderungspunkte, denn auch die Befestigung von so einer Stellung bringt uns mehr Anforderungspunkte. So. Und Anforderungspunkte, das brauchen wir ganz bedingt, um unsere Trupps hier auszurütteln. Schicken Sie einen Zug, um diese Stellung zu sichern. Befehl wird ausgeführt, Sir. Hier wird kein Befehl richtig ausgeführt, Leute. Sind unterwegs. Dann gleich erobern wir noch diese 3 Kommandoposten hier. Und dann haben wir das auch. Und ich weiß gar nicht, in welche Richtung diese Kanone feuert. Da kommt auf jeden Fall noch was an. Euer Befehl? Ja, gut.
Plasmagenerator. Die dunklen Götter wachen über uns. Nummer 4, bitte. Da können wir keinen mehr hinstellen. Hier anscheinend auch nicht mehr. Das ist schlecht. Da habe ich falsch geplant. Hier können wir auch keinen mehr hinstellen. Dann müssen wir die wahrscheinlich hier in die Ecke stellen. Vielen, vielen Dank, Meister. Und wir rüsten die Champions nach. Weicht zurück. Und die... Können wir uns das... Ne, können wir uns nicht leisten. Schade. Mein Leben ist so, dann bauen wir noch einen Plasma-Generator hier hin. Das sind einfach Witzfiguren hier, diese Soldaten. War auch mein größter Fehler, dass ich damit angefangen habe, mit dem LP. Ich fühle, wie der Warp-Raum mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz. So, hier unten können wir erstmal noch alles vernachlässigen. Lalalala. Ich finde den Kornberserker immer noch so dermaßen geil. Segne uns. Bastel hier mal hier mit. Damit das schneller geht. So. Dann würde ich sagen... Müssen vernichten. Raptoren-Champion, scoute mal bitte nach oben und seh dich mal um. Chaos ist unser Meister. Denn vielleicht kannst du schon im Alleingang diese Stellung hier einnehmen. Falls nicht, ziehe dich bitte zurück. Rückzug. Wir sind die Zerstörer. Space Marine-Einheit, mitkommen. Und da die ja hier eh im Wasser stehen und das hier ist hier keine Deckung... haben die nicht lange zu leben. Zerstören! Zerstören! Die werden hier keinen Spaß zerstören! Haben mit uns. Zerstören! Wir sehen das Ziel. Vernichten, zerschmettern, Stück für Stück auseinandernehmen. Wir müssen vernichten. Zerstören! Zerstören! So, unsere Trupps stehen ja hier als Deckung. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich den aufstrebenden Champion mit hinzugezogen habe. Macht nix. Ich glaube, hier können wir eh nicht durchgehen durch das Wasser. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann könnte hier sogar diese Kanone langfeuern. Oh, fucking balls. Das könnte sich jetzt wirklich durch eine Übermacht als problematisch erweisen. Und jetzt? Wir müssen vernichten. Aber wiederum auch nicht. So, Ketzer, bitte. Mein Leben ist verwirkt. Bitte befestigen. Ja, ja. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz. Dann gehen wir gleich weiter nach hier oben. Und hauen den Widerstand hier auch weg. Was sollen wir tun, Sir? Erste Kompanie, haltet den Feind fern um jeden Preis. Den müssen wir zurückziehen, ansonsten ist der gleich zu Brei. Was ist das jetzt hier? Zerstören Sie das, zerstören Sie die Sturmbasis der ersten Kompanie? Okay. Ach, hier ist eine Sturmbasis, eine Stormbase. Diese Bolter-Geschütztürme haben nicht wirklich was drauf. Deshalb können wir die auch leicht zerstören. Boom. Da haben diese Horchposten Verteidigung mehr drauf. Und haltet euch bitte an den Posten hier. Ah, nee, das ist nix. Hört ihr auf diese Stimmen? Ich fühle, wie der Warp. Da ziehen wir uns zurück. Es ist ein guter Schmerz. Und locken die quasi hier raus. Hört ihr auf diese Stimmen? Mal gucken, ob das so klappt, wie wir uns das gedacht haben. Es
So, oh mein Gott, die Raketen schießen schon wieder. Und du solltest dich doch zurückziehen. Ich fühle, wie der Warpraum mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz. Denn ich habe mir gedacht, wenn wir hier schon auf einfach spielen, dann sollten wir hier sowas wenigstens mit ein bisschen Action einnehmen. Dann macht das auch ein bisschen mehr Fun. So, zerstört man hier ein bisschen alles, was ihr findet. Dann könnt ihr auch ein bisschen weiter nach vorne rücken. Und die produzieren hier Truppen am laufenden Band. Ich glaube, wir müssten uns doch wieder zurückziehen. Nee, da müssen wir doch eine größere Truppe nehmen. Also los. Wo kommen die denn her jetzt auf einmal? Der Höllenhund. Motherfucking Höllenhund. Ja, das war eine doofe Idee. Jetzt habt ihr ja Verstärkung hier, Leute. Und wir sollten mal ein bisschen Forschung betreiben, ne? Wir machen hier die ganze Zeit gar nichts mehr. Können wir überhaupt noch Plasma-Generatoren bauen? Ja, Tatsache. Ach, wir haben ja immer noch nicht 6. Wir lassen hier alles stehen und liegen. Für nix. Und wieder nix. Und wir haben schon wieder 17 Minuten. Deshalb sagen wir auch erstmal bis denne, ne? Tschaußen.